muss ich erstmal wieder mit der Steuerung hinkommen hier. Ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. So, hat mein Sohnemann hier die Dinger verstellt. So, ich glaube. So, jetzt haben wir's. Jetzt können wir starten. So, alle setzen sich in Bewegung. Insofern scheint es nirgends einen Disconnect gegeben zu haben. Die beiden Lights von BWP versuchen hier die Freifläche zu erkunden. Simon ist jetzt aber wieder umgedreht, fährt jetzt dem anderen hinterher. So, die beiden haben sich schon mal gefunden. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Da fahren beide weiter aufeinander zu. Der Rote weiß noch nicht, dass da gleich noch ein zweiter kommt. Hat ihn jetzt aber auch gesehen. Wird sich jetzt schnell zurückziehen müssen, sonst ist er gleich weg. Ja, der wird jetzt gleich rausgenommen. Der Light ist gleich weg. Bekommt keine Unterstützung, da die Heavys einfach zu langsam sind, um hier kurzfristig helfen zu können. BWP führt. Ja, beide fahren die normale Route. Die Roten über die Nullerlinie, die anderen über die A-Linie. So, die Lights versuchen weiter aufzudecken und zu gucken, wo sie heavy sind. Die werden jetzt gleich aufgehen. Jetzt müsste gleich einer aufgehen. Der Simon müsste die gleich haben. Die sind jetzt noch hinter der Senke hier da. Ole ist aufgegangen. So, damit dürfte klar sein für BWP, dass hier sicherlich auch die anderen Heavys stecken werden. Kluif fährt noch weiter runter, guckt, ob noch einer über die Freifläche fährt. Der wird aber keinen aufmachen können und wird sich dann wahrscheinlich gleich versuchen, von hinten an die Panzer ranzuschleichen. Simon dreht jetzt auch ab, der wird sonst auch gleich rausgenommen. Mittlerweile ist BWP kurz vorm Cap. So, Kluif wird jetzt von hinten ranfahren, genauso Simon. Wir werden versuchen, die eine Zange zu nehmen, während oben der Patriot gleich in den Cap reinfährt, um Druck aufzubauen. So, meine Frau lacht hier im Hintergrund, was ich hier kommentiere. So, die anderen vom BWP fahren jetzt auch gleich in den Cap und die beiden Lights werden versuchen, den Ole rauszunehmen, der jetzt hier alleine ist und sich trennt. So, den haben sie jetzt schön isoliert. Den werden sie jetzt sicherlich rausnehmen, da der Löwe einfach zu langsam dann auch ist, um sich gegen zwei Lights zu wehren, wenn er keine Unterstützung bekommt. Ja, was passiert hier? Na, die fahren auch weiter hoch. Werden hier aber kaum noch was ausrichten können. Die fahren jetzt alle oben im Cap. Ja, der Patriot, der haut da. Necky sollte sich weiter nach hinten stellen. Das ist der erste, der in den Cap reingefahren ist, somit die meisten Eroberungspunkte hat. Sollte sich am besten hinter der Mühle verstecken, damit er nicht zurückgesetzt werden kann. Mittlerweile hat Bru aber schon drei Panzer verloren. Insofern, das Spiel wird sicherlich gelaufen sein. Da unten der Faserland wird jetzt auch sicherlich gleich noch rausgenommen werden. Da gebrannt hat er Feuerlöscher und ist aber jetzt gleich weg. Der TTB lädt zu schnell nach und wird ihn gleich rausnehmen. Da ist er auch weg. Und jetzt werden sie weiter von unten die anderen drei rausnehmen. Und damit ist das Spiel schon mal die erste Runde gelaufen. BWP mit einem deutlichen Sieg. Ja. Bru schafft es scheinbar nicht mal einen Panzer rauszunehmen. Und da ist es passiert. Ja, 7:0, deutliche Angelegenheit. Relativ unkritischer Sieg, war nie gefährdet. So, dann müssen wir uns jetzt mal schnell die Einzelspiele angucken, um hier auch der Statistik Genüge zu tun. Man sich das alles angucken kann, wer hier was wie viel
gemacht hat. Da war hier einer mit sehr viel Schaden. Und hier drüben, ja, also wenn man natürlich 4-0er in der Mannschaft hat, das ist dann natürlich schwer. Zwei Schüsse, drei Schüsse, noch nicht mal getroffen. Also der hat gar keinen Schuss abgegeben. Auch drei Schüsse, auch kein Treffer. Ja. Gut, 7-0. Auf geht's zur zweiten Runde. Wir in den Statistikreitern waren, ob das der mit den 2600 war, muss ich gleich nochmal drauf achten jetzt. Ja, mal sehen, ob jetzt BRU die Taktik ändern wird. Wenn das Spiel in der ersten Runde war nicht ganz so erfolgreich. Hier spielt man wieder mit zwei Lights. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder versuchen, dem Gegner dann auch in den Rücken zu fallen. Vielleicht fahren sie diesmal auch direkt rüber. Denn das Setup auf der anderen Seite hat sich auch nicht geändert. Die haben weiterhin nur einen Light. Ah ja. Bru verändert was. Die fahren jetzt hier mit zwei Heavys unten lang. Aber die fahren natürlich so weit außen rum. Das wird dauern, bis die da hinkommen. Die wollen wahrscheinlich sich die Arti holen. Ja, der ist aber schon aufgegangen. So, der Plan ist schon mal komplett in die Hose gegangen. Was machen die jetzt? Die fahren trotzdem weiter. Beide, da wurde, sind beide aufgegangen. Guter Job hier vorne von Simon. Selber nicht aufgegangen. Gute Sicht. Bis da hinten hin. So, die Arti fährt jetzt auch ein bisschen weiter hoch. Oh, der Bulldog hier hat sich eben, glaube ich, selber beschädigt. Und legt sich auch noch auf die Seite. Ja, meine Herren. Oh. Mensch, hast hier so viele Möglichkeiten, hier runterzufahren und fährt einfach den Abhang runter. Macht sich damit zum One-Shot. Darf jetzt auch nicht nochmal purzeln. Dann ist er nämlich auch draußen. So, die sind auch alle aufgegangen hier. Damit ist hier wieder alles klar. Drüben ist alles noch nicht aufgedeckt worden. Das heißt, Brut hat weiter im Dunkeln. Die beiden versuchen weiter, sich daran zu pirschen. Wichtig wäre jetzt, dass die hier mal Panzer aufmacht. Er wird jetzt aber gleich rausgenommen. Der braucht nur einen Treffer, jetzt ist er weg. Oh, daneben gibt es gar nicht. Jetzt wird er aber rausgenommen. Jetzt ist er weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Einen zweiten Fehlschuss wird er nicht machen. Naja, der bringt sich selber um. Zack, sage ich ja. Na gut, so geht es natürlich auch. Ja, also da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das so die beste Taktik jetzt ist, die man da angewandt hat mit dem Light. Der hat sich ja wirklich jetzt komplett selber rausgenommen aus dem Spiel. So, und mittlerweile ist Hauternecki wieder oben als allererster mit seinem Patriot. Ist im Cap. Diesmal sind die Blauen aber schneller oben. Beziehungsweise diesmal ist Bru schneller oben. Vorher war Bru ja nicht blau. So, die werden jetzt hier sicherlich sich die Arti schnappen, aber das wird nicht so einfach, denn die Lights beschäftigen die beiden, sodass die abgelenkt sind. Und die ist, glaube ich, auch noch nicht aufgegangen. Ich bleibe mal hier oben. Hier wird es vielleicht ein bisschen mehr zur Sache gehen als da unten. Wir bleiben mal eben hier oben. Da der Schimmick ist auch gleich weg. Jawohl. So, mal sehen, auf wen die sich jetzt fokussieren. Ich denke mal auf den Defender. Der hat nur noch 938. Nee, machen sie nicht. Kein Fokusfeuer, aber ein Treffer. So, die Arti fährt weiter, so wie es aussieht, hat nochmal die Position verschoben. Ja, die Lights halten die Heavys da unten gut in Schach. Die kommen nicht hinter der Arti hinterher. Ja, jetzt ist der Faserland hier gleich weg. Ja, die Trefferquote auf Bru-Seite ist relativ gering.
BWP hat wieder keinen Panzer verloren, während hier oben im Prinzip fast alles weg ist. Nur noch der Defender hier, wo ich gedacht hätte, dass sie sich auf den als erstes fokussieren. Der hat da am wenigsten Punkte, wird aber als letztes rausgenommen. Ja, Mazidonka hat es gerade noch geschafft mit 48. So, dann gehen wir jetzt mal da unten hin. Die Captain da weiter. So, nach 7 noch. Jetzt wird das wohl klappen, dass einer rausgeht. Jawohl. Sehr schön. Endlich mal ein zerstörter Panzer. Aber da wurde auch gleich rausgenommen von Showtime. So, das war es dann auch. Ja, wieder relativ deutliche Sache. Ja, die Artie hat auch wieder schön gewumst. Ja, zumindest hat man jetzt auf Bru-Seite nicht mehr vier Panzer mit null, nur noch einer, der keinen Schaden machen konnte. Das lag aber auch daran, dass er sich ja quasi selber aus dem Spiel genommen hat. Mit zwei schönen Stürzen. Er hat auch nicht einmal geschossen, wie ich es richtig gesehen habe. Ja. Ja, mal sehen, ob das jetzt auf einer neuen Karte besser wird. Ah ja, genau. Wenn man jetzt den gleichen Panzer wieder genommen hätte, wäre das ja in Ordnung gewesen, aber gut, scheinbar keine Ahnung, was da jetzt der Grund war, warum das nicht funktioniert hat. So, egal, die spielen mit einem Panzer weniger. Ja, schade wäre natürlich schöner gewesen, dass wäre BWP passiert, denn die führen ja 2-0. Das hätte es vielleicht dann doch ein bisschen spannender gemacht, weil die ersten beiden Runden doch ziemlich deutlich ausgegangen sind. Ich fürchte, das wird jetzt eine noch schnellere Runde werden, denn das macht die Sache für BRU nicht unbedingt einfacher. Wo fahrt ihr denn hin? Ihr wisst aber schon, dass der Cap da ist. Okay. Vielleicht wollen die auch von der Stadt aus dann den Cap beschießen. Würden natürlich Artisafe dann stehen. Oder Artisafer stehen. So, der Salman, der fährt hier mal rüber. Sind diesmal auch nur mit einem Light unterwegs. Wir gucken mal, wann die aufgehen. Ja. Auch BMW fährt defensive Taktik, obwohl sie einen Panzer mehr haben. Aber die führen ja auch 2-0. Die können sich alle Zeit der Welt lassen. Bru ist ja in der Pflicht, was zu tun. Noch keiner aufgegangen. So, die sind jetzt erstmal in der Stadt. Das wird jetzt für die Arti da nicht so einfach. Andererseits müssen die natürlich sehr weit nach vorne fahren, um überhaupt auf den Cap wirken zu können. Denn ein Light haben sie ja nicht mehr dabei, nachdem sie ja mit einem Spieler weniger gestartet sind. Ach, die wollen in den Rücken fahren. Na, jetzt wird aber gleich jemand aufgehen. Na, der Light traut sich nicht weiter rum. Hier wird gleich aber einer aufgehen. Würde ich mal überhaupt nicht. Guck mal, wo die Blauen stehen. Der Light traut sich immer noch nicht weiter nach vorne. Da! Der Ole ist jetzt auf. So, jetzt wird der Light bestimmt gleich reagieren. Ja, der fährt jetzt schnell zurück. Jetzt kommt bestimmt gleich die Arti. Na, Artisafe stehen jetzt aber auch nicht. Also, das war auch nicht der Beweggrund. Ah, interessant. Der wird jetzt in den Cap fahren, der Light. Schön hinter dem Wall und dann da stehen bleiben. Der Einzige, der jetzt den Light noch angreifen kann, wäre jetzt der Löwe Black. Die anderen werden das gar nicht mehr schaffen, bis die da sind. Ah, die Arti schön. Und weg ist er. Schönes Fokusfeuer auf Saget BMW. So, jetzt wird Schimek in Fokus genommen und der Fahrer dahinter auf die beiden wird geschossen.
Ja, gut, das Spiel ist auch schon durch. Das verteilt ist, wird. Und mit einem Panzer weniger und jetzt sogar zwei Panzer ja weniger, weil sie schon verloren haben. Wird Bruno nichts mehr reißen können. Das Spiel ist durch. Die können von dort überhaupt keine Aktionen mehr machen. Nicht mehr auf den Cap wirken, nicht reinfahren, gar nichts. Den Leid auch nicht rausnehmen. Dann der Jäger und die Arti, die da auch in Ruhe schießen können, sicherlich nicht auf sind. Da, der ist auch noch zu, obwohl er ziemlich weit vorne steht. Den haben sie auch noch nicht aufbekommen. Da fehlt ihnen jetzt der Light, der mit Sicht diesen Jäger aufmachen könnte. Der Udus hat eine sehr gute Tarnung. Ja, und der nächste draußen. Immerhin, den Petret konnten sie rausnehmen. Aber das ist verschmerzbar. Und der nächste ist draußen. Und so, jetzt der Fasalend, der wird jetzt auch ganz schnell jetzt. Na, der Mazzilunga sollte ein bisschen aufpassen. Der ist uns gleich draußen. Sehr schön haben sie das gemacht. Alle drei drinne. Und jetzt kommt der Jäger noch und jetzt ist er draußen. So. Und der Defender wird jetzt auch rausgenommen. Ja, schade. Auch eine sehr unspektakuläre Runde. 3 zu 0 für BWP. Nicht überraschend. Vor allem, da man ja auch mit einem Panzer mehr spielen konnte. Wie gesagt, sowas würde ich mir dann immer mal wünschen auf der Seite des haushoch überlegenen Gegners. Das könnte dann doch mal eine interessante Geschichte werden, wenn dann der unterlegene Gegner mit einem Panzer mehr spielen kann. Ja, also hier sehr schöne Quoten bisher gewesen, auch hier wieder. Ja, super. Also auch das Schussbild, sehr schön, hohe Schussgenauigkeit bei fast allen auf dieser Seite. Ja, schade, schade. Da hätte ich mir doch ein spannenderes Spiel gewünscht für das Saisoneröffnungsspiel, auch wenn die Saison offiziell erst morgen beginnt. Vielen Veranstaltungen so, dass man das Eröffnungsspiel dann oft am Vorabend des offiziellen Beginns macht. Nun gut. Wieder 7 gegen 6. Wird sicherlich eine sehr kurzweilige Runde. Wir gucken mal, ich gehe mal rüber zu den Kollegen von Bru, was die so vorhaben. Diesmal offensiver zu Werke gehen. Ja, diesmal fahren sie direkt Richtung Cap. Und jetzt macht BWP das gleiche, was Beruf vorhin gemacht hat, die schon in Richtung Stadt zu fahren. So, der Stark positioniert sich da hinten. Der LTDB wird jetzt gleich in Cap fahren, um die rauszulocken. Und wir gucken mal. Ah, nee, ich muss mal einen noch aufkriegen. Sonst sehen wir nichts. So. Die sind alle zu. Jetzt fahren sie alle rein. Da haben sie natürlich keine Deckung. Der Light sollte vielleicht hinten bleiben. Der ist als erstes reingefahren. Die sollten sich jetzt alle davor stellen, um den zu schützen. Alle hintereinander, nicht seitlich, damit sie immer nur auf den Förderern schießen können. Und danach kann man sich nämlich schön hinter dem Wrack verstecken. Mal sehen, hier ist es der erste aufgegangen. Der Scout fährt rüber. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte. Der Scout ist als erstes reingefahren, hatte die meisten Cap-Punkte und fährt dann raus. Das könnten entscheidende Sekunden sein, die vielleicht fehlen am Ende. Sehr schön, die IS-3 ist draußen. Sehr schön gemacht, Bro. Weiter so. Ihr solltet euch ein bisschen besser schützen, Jungs. Ihr
Zumindest wenn dann der eine drauf geht, weiter vorne, dann stellt euch dahinter. Ja, hinten der Schimmick, der ist schon gleich weg. Der M6. Da ist er auch schon raus. Ja, kann denn der Stark überhaupt schießen? Ja, der schießt. Aber der Matzi Longe, wollte gerade sagen, der steht da so weit vorne, hat noch überhaupt keinen Treffer kassiert. So, jetzt geht's aber runter. Kommt, Jungs, nehmt die Matzi Longe da raus. Dann könnte das echt noch was werden hier. Ah. Ja, der Light, der schießt immer auf die ES3, aber da macht einfach zu wenig Schaden. Das dauert zu lange mit 173 und. So, sehr schön. Jetzt kann er raus. Ach, und jetzt kettet er ihn nur. Los jetzt. Komm, nimm ihn raus. Ah, abgeprallt. Das ist ja unfassbar. So, jetzt hat er es geschafft. Sehr schön. Das war doch genau vom. Sch nee, vom Stark. Ja, ich glaube, vom Stark ist er rausgenommen worden. So, der Defender gibt jetzt hier Attacke. Kommt, Jungs, nimmt auch raus. Ja, der versucht jetzt hier den Cap zu unterbinden, indem er reinfährt. Jetzt muss der LTTB was machen. Ja, schön gemacht, schön angehalten. Den Zähler. Na, ich finde, das könnte man auch nochmal ändern bei Wargaming. Wenn drei Panzer von dem einen und ein Panzer von dem anderen drin sind, dann sollte er nur langsamer zählen, aber nicht aufhören zu zählen. Wird die Sache vielleicht auch mal ein bisschen interessanter gestalten. Ja, die kommen jetzt hier stark unter Druck. Ja, das war's. Jetzt ist der LTTB draußen. Das ist jetzt verloren, das Spiel. Das wird Bru nicht mehr schaffen können. Zwei Panzer weniger und dann jetzt eine viel, viel schlechtere Position. Der Defender kommen sie nicht ran, ohne auf den Hügel zu fahren, und dann sind sie sofort Kanonenfutter. Der Stark kann von da hinten gar nicht wirken auf den Defender. Das Spiel ist gleich vorbei. Schade, schade. Hatte noch ein bisschen gehofft, nachdem sie den erste IS-3 rausgenommen haben, in Simon, dass das vielleicht doch was geben kann. So, Defender ist auch draußen. Aber das wird nicht reichen. Das wird leider nicht reichen. So. Jetzt werden sie den Saget BMW hier rausnehmen. Ja, jetzt fährt der Defender, haut dann Ecke rüber und haut ihm von hinten einen rein, und ist er fast tot. Den Treffer von, ja, hat er noch gerade überlebt, aber ist gleich draußen, genau. Und jetzt wird man den Stark rausnehmen. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. 4 zu 0 hat dann BWP doch sehr, sehr deutlich gewonnen. Aber natürlich in den letzten beiden Spielen gegen nur 6 gegnerische Panzer. Oh, wieder 6-6, 3-2. Und der hat. Oh, ja, der hat noch nicht mal geschossen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Als er da so frontal runtergefahren ist, dass er nicht mehr Schuss abgegeben hat. Weil es waren ja eigentlich genug im Cap drin. 17-15, sehr schön. 14-12, ja, das sind doch schöne. Ja, 14-7, das war nicht ganz so. Das ist ein Ausreißer. Ja, aber da sieht man auch hier in der Runde schon erheblich besser. Also ein solches Bild haben wir ja in keinen der drei Runden vorher gehabt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jawohl, so muss das sein.